Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 14, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches und des Kindergesundheitsschutzgesetzes. Berichterstatter ist der Abg. Bocklet. Bitte sehr, Sie haben das Wort zur Berichterstattung. Moment. Ich bin noch nicht angehört. Das ist aber nur Berichterstattung jetzt. Ne? Sehr verehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, Beschlussempfehlung: Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen von SPD und DIE LINKE, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Berichterstattung. Wir treten dann in die Debatte ein. Als erste Wortmeldung habe ich Frau Abg. Wiesmann für die CDU-Fraktion. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach erfolgter schriftlicher und mündlicher Anhörung beraten wir heute erneut den Gesetzentwurf der Landesregierung in Sachen KiföG und Kinderschutzgesetz. Ich möchte für die CDU-Fraktion hervorheben, dass wir uns mit den Ergebnissen der Anhörung bestätigt fühlen und zufrieden sind, weil wir dort viel grundsätzliche Zustimmung vernommen haben. Zustimmung und Dank hat diese Landesregierung, namentlich der Sozialminister, ich sage es jetzt einmal an Ihre Adresse, tatsächlich verdient, denn es ist ihrem beharrlichen Vermitteln und Investieren zu verdanken, dass nicht nur die Rahmenvereinbarung Integrationsplatz auf dem bisherigen Qualitätsniveau erneuert wurde, sondern nun auch die zusätzlichen Landesmittel von 10 Millionen € in einem gemeinschaftlich von kommunalen Spitzenverbänden und Wohlfahrtsverbänden getragenen Modell gesetzlich verankert werden können. Das wollen wir hier ausdrücklich würdigen. Und deshalb auch als Fraktion, jedenfalls von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, unseren Beitrag dazu leisten, dass die Erhöhung der Pauschalen rechtzeitig gesetzlich umgesetzt werden kann. In der Sache zunächst kurz zum KiföG, also HKJGB. Dort haben wir in der Anhörung neben der Stellvertreterkritik, die dem KiföG insgesamt galt, aber nun auf die Weiterentwicklung bei den Integrationspauschalen losgelassen wurde, eigentlich nur zwei Dinge gehört. Erstens, es entstehe Bürokratie. Diese Kritik überzeugt mich bis heute nicht. Ich habe es auch in der Anhörung schon gesagt und keine überzeugenden Erwiderungen gehört. Denn ein Fördersystem, auch ein differenziertes Fördersystem, betrifft die Finanzierungsseite der Einnahmen bei den Trägern, die anhand der abgeschlossenen Verträge natürlich einmal festgestellt werden muss, um eine Kalkulation zu erlauben. Es tangiert aber überhaupt gar nicht das Alltagsmanagement einer Einrichtung, die Betreuungsanteile und Anwesenheiten qualifizierten Personals sicherstellen muss. Die Kritik geht also unseres Erachtens ins Leere, und das wollen wir hier einfach noch einmal erwähnen. Zweitens. Die Pauschalen sollten nicht betreuungszeitabhängig sein. Dies widerspreche dem inklusiven Ansatz, der alle Beteiligten gemeinsam in eine höhere Form des Miteinanders bringen werde. Dazu müsse es eben auch ausschließlich gruppenbezogene Ressourcen an dieser Stelle geben. Ich will hier sagen, dass mich dieser Ansatz nicht überzeugt hat. Denn natürlich benötigt ein Kind mit Handicap auch assistenzähnliche Leistungen von entsprechend geschulten Fachkräften, die dann natürlich mit noch höheren Beträgen gefördert werden sollen, wenn das Kind den ganzen Tag da ist, als wenn es einen Halbtags- oder Zweidrittelplatz hat. Zugleich trägt die betreuungszeitunabhängige Sockelpauschale, die wir ja beibehalten, dem vorgebrachten Einwand ja Rechnung. Der Gesetzentwurf sieht hier also einen klugen Mittelweg vor, an dem wir auch nach den Ausführungen der Sachverständigen unseres Erachtens nichts ändern sollten. Zweiter Punkt, Kinderschutzgesetz, noch ganz kurz. Die Zustimmung zur Clearingstelle war einhellig. Sie wird nach übereinstimmender Auffassung der Sachverständigen zu einer spürbaren Entlastung der Jugendämter und zu einer Akzeptanzverbesserung der Pflichtuntersuchungen führen. Ich will deshalb noch einmal das Wesentliche kurz zusammenfassen, auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Wir denken auch nach dieser Anhörung, dieser Gesetzentwurf wird dafür sorgen, dass Hessen weiter vorn bleibt bei der Förderung des selbstverständlichen Miteinanders von Kindern mit und ohne Behinderungen. Zweitens. Die Gesetzgebung des HKJGB bleibt subsidiär.
Die Pauschalen stehen im Gesetz, nicht aber die Betreuungsstandards selbst. Das finden wir nach wie vor richtig. Und wir finden auch richtig, dass die Förderung nutzungsabhängig gestaltet wird. Und drittens. Kinderschutz wird in Hessen ernst genommen und kontinuierlich weiterentwickelt. Letzte Bemerkung, damit komme ich zum Schluss. Das KiföG, das im Rahmen der Anhörung manchen Stellvertreterangriff erdulden musste, wird ja evaluiert werden. Der Runde Tisch Kinderbetreuung hat erst in der vergangenen Woche nach ersten Erfahrungen oder weiteren Erfahrungen gefragt. Und die besondere Evaluation, die im Gesetz ja vorgesehen ist, wird dann beginnen, wenn alle umgesetzt haben. Und sie wird in ihren Ergebnissen im kommenden Jahr vorliegen. Wir sind grundsätzlich offen für Weiterentwicklungen, die aus der Praxis überzeugend begründet werden, vielleicht für den zweiten Förderstichtag für neue Einrichtungen, vielleicht auch noch für andere, aber eben alles zu seiner Zeit. Ich hoffe, den einen oder anderen auch auf Oppositionsseite noch einmal nachdenklich gemacht zu haben. Ich würde mich freuen, wenn wir den Gesetzentwurf auch heute schon abstimmen könnten. Ich weiß nicht ganz genau, was beantragt ist. Und danke Ihnen in jedem Fall für die Aufmerksamkeit. Ich belasse es erst einmal dabei. Vielen Dank, Frau Kollegin Wiesmann. Ich habe eines nachzuholen. Ich habe nicht ausdrücklich aufgerufen, den Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum Gesetzentwurf Drucksache 19/2443 und natürlich ist er mit aufgerufen. Kollege Merz, ich nehme an, zur Begründung und zur Einbringung. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will das wiederholen, was ich in der ersten Lesung gesagt habe. Wir behandeln heute den Versuch der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen, ein Problem zu beseitigen, das wir ohne sie, respektive ohne den CDU-Teil, nicht hätten, nämlich die Auswirkungen des neuen Finanzierungsmechanismus für die Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen im Rahmen der Umstellung von der Mindestverordnung auf das KiföG, von der gruppenbezogenen Finanzierung, von dem gruppenbezogenen Finanzierungsmodus auf einen Finanzierungsmodus nach besetztem Platz. Die Debatte darüber ist ausführlich geführt worden. Und eine der Auswirkungen, die sie hat, die auch prognostiziert worden sind, die vorhergesagt worden sind, waren eben die Auswirkungen auf die Betreuung von behinderten Kindern. Und das ist das, was heute jetzt hier versucht wird zu regeln. Ich will, bevor ich zum Inhalt komme, noch einmal sagen, dass ich die Beratung, den Gang der parlamentarischen Beratung in hohem Maße für unangemessen fand und nach wie vor finde. Die Landesregierung hatte ausreichend Zeit, sich mit der Materie zu beschäftigen, mit der Frage zu beschäftigen, wie man die 10 Millionen €, die nach langem Hin und Her dann bereitgestellt wurden, um genau diese schädlichen Folgen des KiföG auf die inklusive Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern zu verwenden, wie sie die, welchen Berechnungsmodus sie dem zugrunde liegen kann. Dass das keine ganz einfache Angelegenheit ist, das haben wir im Ausschuss ausgetauscht, auch in der Auswertung der Anhörung. Nichtsdestoweniger bestand kein vernünftiger Grund, am Schluss in einen solchen Schweinsgalopp zu verfallen, uns mit einem Verfahren mehrheitlich zu überziehen, das uns im Grunde überhaupt keine Zeit gelassen hat, die mündliche Anhörung auszuwerten. Wir haben das Protokoll dieser mündlichen Auswertung einen Tag dieser mündlichen Anhörung einen Tag vor der zweiten Sitzung einer Sondersitzung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses bekommen, die in der Mittagspause war, noch zu allem Überdruss. Das wäre nicht das Schlimme, aber das Schlimme war, dass es überhaupt keine Gelegenheit gab, das vernünftig auszuwerten. Und genau an dem Punkt, Frau Kollegin Wiesmann, nämlich der Frage, was ein gerechter Modus der Verteilung dieser 10 Millionen € sind, war das Bild so eindeutig nicht, wie Sie das hier dargestellt haben. Die Hälfte, mindestens die Hälfte, nämlich überwiegend die verbandliche Seite, hat schon Kritik an diesem Modus geäußert, hat aber gesagt, na ja, unterm Strich wollen wir jetzt mal nicht so sein, wir nehmen das, was wir kriegen können, und wir sind zufrieden damit. Also so ganz eindeutig war das nicht. Und deswegen ist dieses natürlich auch einer der Punkte, wo wir sagen, das muss man sich sehr genau angucken, wie sich das tatsächlich in der konkreten Realität auswirkt auf die Versorgung von Kindern mit oder die inklusive Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf. Das ist eine Sache, die nicht entschieden ist. Punkt 1. Punkt 2. Wir begrüßen
Wir begrüßen ohne Wenn und Aber, dass hier allerdings dann, dass hier die 10 Millionen € fließen. Ich will aber noch einmal hervorheben, dass diese 10 Millionen € natürlich in keiner Weise zur Verbesserung der Situation selber beitragen, sondern dass sie nur einen Schaden verhindern, der sonst eingetreten wäre. Es geschieht hier nichts, was zur Verbesserung der inklusiven Betreuung, Erziehung und Bildung unserer Kinder in den Kindertageseinrichtungen nötig wäre. Und darüber wird bei anderer Gelegenheit noch einmal zu reden sein. Und damit bin ich dann bei dem fundamentalen Punkt, den wir immer und immer wieder in diesem Kontext und deswegen auch jetzt in dieser zweiten Lesung sagen müssen. Wir werden keinem Gesetz zustimmen in diesem Kontext der Inklusion, in dem nicht die Standards für die gemeinsame Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern der inklusiven Betreuung genauso festgelegt werden wie die Standards für Kinder unterschiedlichen Alters. Ich habe das schon oft gesagt, ich habe das in der Debatte zum KiföG immer und immer wieder gesagt, und ich sage es auch in dieser zweiten Lesung wieder. Ein Gesetz, das versucht, inklusive Betreuung, Erziehung und Bildung zu regeln, das aber die Standards dafür nicht festlegt, etwa durch einen eigenen Anrechnungsfaktor für behinderte Kinder, wie wir ihn für die U- und die Ü-3-Jährigen haben, das ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. So ähnlich hat sich einmal ein eminenter Kollege ausgedrückt, der davon heute nichts mehr wissen will und nachher auch nichts mehr davon wird wissen wollen. Letzter Punkt. Wir haben deswegen einen Änderungsantrag eingebracht, in dem wir erneut unseren Vorschlag machen, diese Standards zu verankern. Ich weiß, dass Sie dem nicht zustimmen werden, obwohl Sie dafür noch einmal Gelegenheit haben werden, darüber nachzudenken. Aber vielleicht können Sie sich wenigstens zu einer marginalen Veränderung herbeilassen, nämlich der Gleichbehandlung von Einrichtungen und Tagespflege auch bei der Behandlung in dem Kontext, über den wir hier reden. Das habe ich angesprochen bei der Anhörung. Da ist lapidar gesagt worden, dafür gäbe es kein Mandat. Wie es dann manchmal der Zufall fügt, waren wir mehrere von uns am Tag nach der Anhörung beim 20. Jubiläum des Hessischen Tagespflegebüros. Und da ist das natürlich zur Sprache gekommen, was offensichtlich ist, dass wenn man eine gemeinsame, wenn man eine Gleichrangigkeit, eine Gleichberechtigung postuliert, auch eine Wahlfreiheit übrigens postuliert zwischen den Tageseinrichtungen und der Tagespflege, dass es dann eigentlich selbstverständlich wäre, auch in diesem Zusammenhang Tagespflege und Tagesbetreuungseinrichtungen gleich zu behandeln. Deswegen bitte ich Sie schon, darüber nachzudenken, ob Sie nicht wenigstens diesem Änderungsantrag beitragen können. Und damit Sie dazu ausreichend Gelegenheit haben, das zu überprüfen, beantrage ich namens der SPD-Fraktion die dritte Lesung. Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Das Wort hat Frau Abg. Schott für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Alle, die mit Kita-Betreuung zu tun haben, freuen sich über 10 Millionen € im Jahr, die vom Land für die Kinderbetreuung, für die Betreuung von Kindern mit Behinderung zur Verfügung gestellt werden. Soweit ist das doch klar. Trotzdem war die Zustimmung vieler Träger von Kitas, Wohlfahrtsverbänden und Kommunen in der Anhörung zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs doch eher zähneknirschend. Die meisten Anzuhörenden hatten Kritik an der Änderung und alternative Vorschläge. Dabei hat mich doch einmal wieder verwundert, mit welcher Genugtuung die Landesregierung den Dank für Zuwendungen, die eigentlich selbstverständlich sind, entgegennimmt. Als wäre es ihr persönliches Geld, das sie auf großzügige Weise der Kinderbetreuung zur Verfügung stellt. Dabei wird es von hessischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern finanziert. Das sollte man nicht vergessen, dass hier Steuergelder verwaltet werden und dafür gesorgt werden muss, dass das Geld auch wieder denen zugutekommt, die es einbringen. Und Geld für Kindertagesbetreuung ist grundsätzlich gut ausgegebenes Geld. Es kommt der neuen Generation zugute und hilft den Familien unmittelbar. Leider ist es nach wie vor zu wenig, was staatlicherseits in die Kindertagesbetreuung geht. In den skandinavischen Ländern ist es völlig anders. Dort werden mehr Kinder mit einem viel besseren Personalschlüssel betreut. Deutschland schafft es kaum auf 0,5 % vom Bruttoinlandsprodukt, das für den Elementarbereich zur Verfügung gestellt wird.
Das ist nichts gegen Finnland, die 1,1 %, Norwegen, die 1,2 % und Schweden und Island, die 1,6 % und Dänemark, das 2 % des Bruttoinlandsproduktes für die Kindertagesbetreuung zur Verfügung stellen. Letzteres ist das Vierfache der Leistungen, die in unserem Land dafür ausgegeben werden. Auch wenn das Geld gut für die Kinderbetreuung ist, macht die Aufnahme der zusätzlichen Pauschalen das KiföG nicht gut. Es sollten zumindest die qualitätssichernden Bedingungen der Integrationsvereinbarung ins Gesetz geschrieben werden, um die Personalstandards zu sichern und die Kindertagespflege mit berücksichtigt werden, wie es die SPD in ihrem Änderungsantrag schreibt. Besonders ernst nehme ich die Kritik der Kirchen, die eine Zuweisung für Kinder mit Behinderung nach Wochenstunden als nicht mit dem Inklusionsgedanken vereinbar ansehen. Inklusion bedeutet, die Einrichtungen für ein gemeinsames Aufwachsen aller Kinder, egal ob mit oder ohne festgestellter Beeinträchtigung, fit zu machen. Alle Einrichtungen sollen in der Lage und verpflichtet sein, Kinder mit den unterschiedlichen Voraussetzungen in ihrer Kita zu integrieren. Weitere Kritik erspare ich mir an der Stelle. Wir haben das alles schon oft genug erörtert. In der ganzen Diskussion, aber auch am runden Tisch, wurde deutlich, dass die Kindertageseinrichtungen sehr bemüht sind, mit dem KiföG umzugehen. Und meine Hochachtung für Ihrem Engagement an der Stelle. Aber deutlich, wirklich deutlich war zu hören, dass das Gesetz eine bürokratische Quälerei ist und keine Unterstützung der Einrichtungen darstellt. Sie können es abstreiten. Sie haben es gehört. Wenn Sie es nicht wahrnehmen, ist es Ihre Entscheidung, es nicht wahrzunehmen. Es war aber eindeutig und nicht zu überhören. Und wenn sich der Minister freut, dass man ein freundliches Wort über das KiföG gibt, dann ist das ein echtes Trauerspiel. Wie mehrfach gesagt, Murks bleibt Murks und wird nur besser, wenn das Gesetz grundlegend neu gestaltet wird. Aber noch ein paar Worte zu dem Kindergesundheitsschutzgesetz. Die größte Kritik kam zu den Verfahren, mit denen sich gerade die Jugendämter herumschlagen müssen. Ob die aktuellen Änderungen dieses Verfahren verbessert oder erleichtert, wage ich zu bezweifeln, da es datenschutzrechtliche und praktische Bedenken gibt. Darüber hinaus macht es sich die Mehrheitsfraktionen leicht, ein Gesetz zu beschließen, das weitgehend auf Kosten der Kommunen geht. In der Anhörung war die Rede von zweistelligen Millionenbetrag, der in den Jugendämtern für die Umsetzung des Gesetzes entsteht. Dies wird unter Missachtung der Konnexität, die in der Hessischen Verfassung steht, beschlossen. Statt Eltern zu kontrollieren, ob sie ihre Kinder zu den Vorsorgeuntersuchungen gebracht haben, wäre es wesentlich sinnvoller gewesen, ihnen Hilfe und Unterstützung anzubieten. Dies würde viel eher dazu führen, dass sie die Unterstützung des Jugendamtes und anderer Einrichtungen annehmen und diese nicht als ihre Gegner betrachten. Außerdem wäre es wirksamer als bei den Vorsorgeuntersuchungen, wo z.B. Kindesmissbrauch gar nicht unbedingt festgestellt werden kann. Und in Gesprächssituationen wäre das möglicherweise ganz anders. In vielen anderen europäischen Ländern ist die aufsuchende Arbeit bei den kleinen Kindern ganz selbstverständlich und wird dort praktiziert und führt zu guten Ergebnissen. Bei uns wird sie durch einen kontrollierenden bürokratischen Wasserkopf ersetzt. Auch bei diesem Gesetz gilt wie zuvor, Murks bleibt Murks. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. – Das Wort hat der Abg. René Rock für die Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Dass, wenn wir über das Kinderförderungsgesetz diskutieren, ich mit Herrn Merz einer Meinung bin, kommt nicht so oft vor. Aber es geht ja auch nicht zwingend um den Inhalt, sondern es geht um das Verfahren. Und das Verfahren, das muss ich mal festhalten, ist hochgradig abenteuerlich und ist eigentlich einer angemessenen parlamentarischen Debatte absolut abträglich. Und es wundert mich gerade, dass die Grünen, die ja früher mal hohen Beratungsbedarf bei allem, was das Kinderförderungsgesetz angegangen ist, hatten, solche Verfahren mittragen, die sie noch vor wenigen Monaten vielleicht in dieser Form als unparlamentarisch kritisiert hätten. Wenn Fraktionen nur wenige Stunden Zeit haben, um Anhörungen auszuwerten und sich dann noch das eine oder andere im Ausschuss anhören müssen nach dem Motto, jeder Fachpolitiker weiß doch, worum es geht. Das kann doch für einen Fachpolitiker, der Ahnung hat, überhaupt kein Problem sein, hierauf zu reagieren. Da kann ich nur sagen, das ist schlechter Ton, das ist ein unmögliches Verfahren. Und da kann ich auch jeden Parlamentarier verstehen,
sehen, der sagt, dass das ein unmögliches Verhalten ist. Und es ist ja auch kein Einzelfall. Es ist in anderen Gesetzentwürfen genauso vorgekommen. Und ich denke, auch da wird man mal in Ruhe an anderer Stelle darüber reden müssen, ob so etwas überhaupt noch hinnehmbar ist und ob man so etwas in dieser Form überhaupt noch mit sich machen lässt und welche Möglichkeiten auch Opposition hat, sich gegen solche Verfahren zu wehren. Ich möchte zum Inhalt noch hinterlegen. Herr Merz hat ja da in meinen Kritikpunkt mit eingestimmt. Es ist sehr bedauerlich, dass bei der Debatte über Inklusion, über behinderte Kinder, und es sind ja auch ganze Familien, die davon betroffen sind, dass diese Debatte auf dem Rücken dieser Familien ausgetragen worden ist. Dass es in alle Richtungen zu Politisierung gekommen ist, ist sehr bedauerlich. Und darum begrüße ich, dass diese Debatte jetzt doch einmal in diesem Rahmen auch beendet worden ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich in der Fraktion dafür ausgesprochen habe, diesem Gesetzentwurf zuzustimmen, weil dieser Gesetzentwurf entscheidend zu einer Befriedung der Debatte beiträgt und deshalb auch für die Familien und für die Kinder, die dort betroffen sind, eine gewisse Sicherheit geben. Und ich muss auch sagen, ich habe das ja auch an jeder Stelle auch wiederholt, wie die kommunale Familie sich hier benommen hat und an gewisser Stelle auch Druck ausgeübt hat auf das Land, um hier Geld locker zu machen, ohne dass es nachher wirklich zu nachhaltigen Verbesserungen in der Qualität gekommen ist, ist für mich schon bemerkenswert. Und die Debatten um die Rahmenvereinbarung haben wir ja hier mehr als einmal diskutiert. Und ich fand schon, dass, wenn man den gesetzlichen Auftrag für so etwas hat, dass man nicht einfach mit dem Finger auf andere deutet, dass sie willfährige Unterstützer in der Liga gefunden haben, die das dann auch noch in die Kindertagesstätten getragen haben. Und hier am Ende, ja, man muss sagen, obsiegt haben, dass sie sich 10 Millionen € vom Land sichern konnten zu einer Finanzierung, die eigentlich ihre Aufgabe wäre. Und wenn das Land hier eingestiegen ist, hätte ich mir gewünscht, dass es auch zu Qualitätsverbesserungen gekommen wäre. Und von daher ist das ein Verfahren, das ich nicht schön finde, aber das Resultat am Ende, dass es hier zu einer Befriedung kommt und dass wir hier am Ende doch eine Debatte abschließen können, die keinem wirklich Spaß gemacht hat, weil es zum Lasten der betroffenen Familien und Kinder gegangen ist, ist für mich ein Grund, hier einen Haken dran zu machen und hier auch damit einen gewissen Frieden zu schließen. Ich muss aber auch an der Stelle noch einmal ausführen, an die LINKEN gerichtet, das Kinderschutzgesetz ist heftig debattiert worden, und es war lange und intensiv die Auseinandersetzung, inwieweit greife ich ein in diese Debatte, inwieweit setze ich mich oder die Familien auch bürokratischen Zwängen aus im Hinblick auf Kinderschutz. Was wir an Fällen oder an Fall dort diskutiert haben, hat alle betroffen gemacht. Und auch in meiner Fraktion war das damals eine sehr intensive Diskussion, wie weit kann man da gehen. Und ich glaube schon, ich will diese Debatte nicht erneuern, aber ich will schon einmal darauf hinweisen, dass es der Mühe wert ist und dass es auch natürlich für die Familien eine gewisse Belastung ist, sich dort diesen Verfahren auch zu unterziehen. Aber ich glaube, es kommt den Kindern in Summe am Ende zugute. Und ich glaube auch, dass dieser Eingriff, auch wenn man immer wieder kritisch hingucken muss, in einer gewissen Weise akzeptabel ist und auch von den Menschen und auch von den Eltern und den Familien akzeptiert wird. Und den würde ich nicht so diskreditieren, wie das hier DIE LINKE gemacht hat. Ich glaube, da muss man genau hingucken. Wir haben uns damals sehr lange und sehr intensiv damit auseinandergesetzt, haben die Entscheidung getroffen, das so zu tun. Und am Ende, glaube ich, ist auch die Entscheidung immer noch gerechtfertigt. Und wenn wir jetzt ein Stück weit das entbürokratisieren können, dann halte ich das auch für einen richtigen Zug. Und darum werden wir dem Gesetzentwurf auch zustimmen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Rock. Das Wort hat der Abg. Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sie haben 10 Minuten Redezeit. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu später Stunde. Ich glaube, ich kann für mindestens CDU und GRÜNE sagen, dass das Gesetz ein wichtiger Schritt ist, um die Integration von behinderten Kindern in Kindereinrichtungen weiterhin sicherzustellen. Es sichert damit gesetzlich etwas ab, was wir im letzten Jahr schon mit 10 Millionen freiwillig Zuschussung einer Rahmenvereinbarung schon gewährleistet haben. Damit
gehen wir einen weiteren Schritt in der Frage, wie kann die Situation in der Kinderbetreuung dauerhaft qualitativ gesichert werden. Ich finde, daran kann es auch keinen Zweifel geben, dass das richtig ist. Die FDP sagt ja, ich formuliere es etwas salopp, wir geben zu viel Geld aus für eine Selbstverständlichkeit. DIE LINKE formuliert, eigentlich brauchen wir noch mehr Geld. Das signalisiert ja, dass wir durchaus auf einem guten, mittleren Weg uns beschreiten. Fakt ist, es gab eine Rahmenvereinbarung zwischen Spitzenverbänden, kommunalen Spitzenverbänden und den Wohlfahrtsverbänden. Die zeigte eine Lücke von 10 Millionen €, damit es zu einer Einigung kommt. Ich finde das mehr als richtig. Ich finde es wichtig, dass das Land hier auch seine Teilverantwortung wahrnimmt und mit diesen 10 Millionen € auch garantiert, dass die gemeinsame Betreuung von behinderten und nicht behinderten Kindern auch in Zukunft möglich sein wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wissen, dass im KiföG viel Kritik geäußert wurde und dass sie zum Teil auch weiter besteht. Aber wer den zweiten Betreuungsgipfel vor einer Woche beigewohnt hat und dem es sieben verschiedene Themenblöcke gab, hat mitnehmen können. Erstens, es wird weiter wissenschaftlich seriös evaluiert. Das ist genau der richtige Schritt, um herauszubekommen, was bei der Umsetzung des KiföG tatsächlich für Kritikpunkte gibt. Das ist das ISS in Frankfurt, Herr Genosse Rudolph. Daran können Sie erkennen, dass wir ein externes Institut beauftragt haben, um uns vorzuhalten, ob es tatsächlich massive Mängel und Kritiken gibt. Ich kann für mich nur das Fazit ziehen, es gab Kritik und es gibt Verbesserungsvorschläge. Es gibt aber auch in Teilen Zufriedenheit. Und genau deshalb haben wir gesagt, wir warten jetzt weiter ab, bis tatsächlich alle Einrichtungen, die zum 1. September komplett umgestellt haben auf das KiföG, tatsächlich auch ihre Evaluation abgeben konnten. Und dann haben wir auch in der Koalition vereinbart, wir beobachten weiter. Und gegebenenfalls wird auch nachgesteuert. Ich betone noch einmal gerade den Punkt ländlichen Raum, also kleinere Einrichtungen, die unter Umständen durch das KiföG in der Existenz bedroht sind. All das haben wir schon damals zugesichert und sichern wir weiter zu. Also, das KiföG wird beobachtet, wird weiter evaluiert, wird gegebenenfalls nachgesteuert. In einem Punkt greifen wir dem vor, dass wir gesagt haben, wir brauchen für die Betreuung von behinderten Kindern eine Summe von 10 Millionen €. Die haben wir jetzt in ein Gesetz gegossen und damit tatsächlich eine gesetzliche Absicherung erreicht. Ich finde das einen richtig guten Schritt für dieses Land. Und darüber braucht man auch nicht kriegsgrämig gucken, sondern da kann man auch einmal freudig sagen, so ist es richtig, die Kinderbetreuung bewegt sich nach vorne, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zum Verfahren. Also drei Parteien sind unzufrieden mit dem Verfahren. Aber wenn das jetzt gewesen wäre, Ihre Äußerungen, ohne dass der Minister bei dem letzten Sozialausschuss darüber berichtet hätte, hätte ich es jetzt noch verstanden. Aber ich wiederhole es gerne noch einmal auch fürs Protokoll. Der Minister hat gesagt, dass das kein Verschulden der Landesregierung war, sondern dass es bei der Erstellung eines Gesetzentwurfs dazu kam, dass er sich versucht hat, zu einigen über Formulierungen mit den kommunalen Spitzenverbänden und mit den Wohlfahrtsverbänden. Und das hat sich lange sehr lange hingezogen, bis dann tatsächlich gesagt worden ist, so, jetzt durchschlagen wir den Knoten mit einem eigenen Gesetzentwurf, um überhaupt noch zu ermöglichen, dass diese Mittel dieses Jahr abfließen. Das muss man mal in diesem Raum sagen. Wenn wir ein längerfristiges Gesetzverfahren machen, würden dieses Jahr die Mittel für Betreuung von behinderten Kindern nicht abfließen. Und ich finde, da muss man auch einmal den Rücken gerade machen. Da muss man auch zu seiner Verantwortung stehen. CDU und GRÜNE tun das und bringen dieses Verfahren jetzt auch so ein. Das Gesetz kann am Donnerstag, wenn es spätestens in dritter Lesung in Kraft treten. Und damit sichern wir tatsächlich auch diese gute Betreuung für behinderte und nicht behinderte Kinder. Und genau deshalb muss dieses Verfahren auch so laufen. Es ist bedauerlich, dass es sich so lange hingezogen hat. Das ist kein idealtypischer Fall. Aber wenn die Verhandlungen nun einmal so lange liefen, dann war das nicht die Schuld des Ministeriums, sondern die der beteiligten Parteien. Und da muss man nicht so tun, als ob wir hier undemokratisch verfahren mit aller Wucht durchschauen will, sondern uns geht es darum, dass die Mittel tatsächlich abfließen können. Bei uns geht es um die Sache, uns geht es um die Kinder, um die behinderten Kinder, die auch dieses Jahr noch eine gute Betreuung brauchen. So ist es. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Für die Landesregierung spricht Herr Staatssekretär Dr. Dippel. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Natürlich kann man immer unterschiedlicher Meinung sein zu diesem Thema. Wir haben ja gemerkt,
dass es unterschiedliche fachliche Positionen gibt. Aber es ist gelungen, die 10 Millionen € zur Verfügung zu stellen. Und ich will das wiederholen, Herr Bocklet, was Sie gesagt haben. Das Ministerium hat hier vermittelt, hat auch eingegriffen. Und ich denke, das war auch der richtige Weg insgesamt. Was ist das Ziel dieses Gesetzes oder des Gesetzentwurfs? Weiterhin die gemeinsame Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung. Und das ist das Oberziel, was Sie sicherlich alle so wollen. Die 10 Millionen sind natürlich auch Anreize insgesamt oder geben Anreize, um weiterhin wohnortnah in den Tageseinrichtungen handeln zu können. Und natürlich haben wir auch einen guten Standard. Den kann man natürlich immer in die Diskussion stellen. Aber ich denke, das ist momentan der Fall. Weiterhin war Ziel des Gesetzes, im Grunde genommen Rechtssicherheit zu schaffen und auch Planungssicherheit und dann auch immer wieder die Dinge zu bündeln und umzusetzen. Ich denke, das ist insgesamt gelungen. Sie wissen, dass die Hessische Landesregierung darüber hinaus weitere Landesmaßnahmen auf den Weg gebracht hat, die man so im Zusammenhang einfach mal kurz schildern sollte. Das ist der Hessische Erziehungs- und Bildungsplan, der insgesamt auch noch einmal vorsieht, und dafür gab es ja die Gelder auch, eine eingeführte Qualitätspauschale für die Tageseinrichtungen und auch die Pauschale für Fachberatungen, auch die Pauschalen oder die Finanzmittel für die Umsetzung der Fortbildungsangebote, dass die Beratung durchgeführt wird. Ich denke, das ist der richtige Weg insgesamt, sodass Inklusion ein Schwerpunktthema der Neukonzeptionen ist. Es ist hier richtig angesprochen worden, es gibt ein Modellprojekt insgesamt, wo wir die Umsetzungswege im Grunde genommen bewerten. Dazu kann ich Folgendes Ihnen mitteilen. Es ist so, dass 42 Bewerbungen aus der kommunalen Ebene eingetroffen sind. Bewerbungsschluss war heute. Von denen werden 10 mit in diesem Modellprojekt im Grunde genommen auf den Weg genommen, um einfach mal festzustellen, ob das so funktioniert vom Gesetzgebungsverfahren, wie wir es vorgesehen haben. Deshalb denke ich, weitere Schritte sind nicht erforderlich. Wir sollten zunächst einmal abwarten, was evaluiert wird, insgesamt was bewertet wird. Und ich denke, dann ist das auch der richtige Weg. Sie erinnern sich alle daran, es war ein Kompromiss. Es gab die parlamentarische Anhörung. Und ich sage es noch einmal, die Damen und Herren der Liga und auch der kommunalen Spitzenverbände, die wirklich im Detail da im Thema sind, wissen, um was es gegangen ist. Und es waren natürlich auch Verhandlungskompromisse waren zu erzielen, und die sind letztlich gelungen. Und es ist auch so, dass die frühzeitige Einbindung erfolgt ist. Und das ist, glaube ich, gut so, dass die Praktikerinnen und Praktiker hier zu Wort kommen, damit wir das auch insgesamt umsetzen können. Ich will nicht die Details noch aufzählen. Ich will einen Punkt noch nennen, wo es ja unterschiedliche Meinungen gibt zum Thema Kindergesundheitsschutzgesetz. Hier weiß ich, dass die kommunale Ebene das ein wenig kritisch sieht vor dem Hintergrund der Lenkung, der Überprüfung. Ich glaube, dass es richtig ist, den bestehenden Meldeweg insgesamt zwischen dem Hessischen Kinderversorgungszentrum und den Jugendämtern weiter aufrechtzuerhalten. Natürlich gibt es dort auch etwas zu verbessern. Die Entscheidung ist dahingehend getroffen, dass eine Clearingstelle im HKVZ eingerichtet wird, die dann in guter Kooperation mit den Jugendämtern, aber auch bei der Nachfrage bei den Ärzten im Grunde genommen es bewerten soll. Vielleicht ist der Fehlerquotient dann weniger, aber auch das muss der Evaluation untergeordnet werden. Ich denke, dass es der richtige Schritt ist, in die richtige Richtung. Und ich rege an, die Anregungen, die im Tagespflegebereich hier vorgeschlagen worden sind, zunächst einmal zu verschieben, abzuwarten, wie die Bewertung dann erfolgt ist, und sich dann diesem Thema noch einmal zu widmen. Sie wissen, dass die Jugendämter vor Ort dabei sind, hier die Tagespflegepersonen im Grunde genommen mit aufzunehmen und die besondere Situation auch zu berücksichtigen. Ich nenne Ihnen jetzt keine einzelnen Zahlen. Die Schwierigkeit ist die zielgenaue Ausgestaltung einer sogenannten Landesförderung. Das kommt ja auch im Antrag zugute. Ich will damit enden, dass ich denke, dass dieses Gesetz der richtige Schritt in die richtige Richtung ist, um im Grunde genommen der Inklusion weiterhin positiv den Weg zu bereiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Die dritte Lesung ist beantragt. Deswegen sind wir damit am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Sowohl der Gesetzentwurf wie auch der Änderungsantrag gehen in den SIA zur Vorbereitung der dritten Lesung.
der bekanntlich ja auch heute Abend tagt.